So, jetzt gehen wir mal in Medias Res. Ich habe hier Ananas, Banane, Kokos. Es ist so geil. Das ist vom Aldi, also Aldi Süd. Muss man kalt trinken, das ist das absolut geilste. Coco Pine. Habe ich in Australien immer getrunken, das ist schon 20 Jahre her. Es macht direkt glücklich. Ich habe meine Garnier Creme aufgetragen. Ich muss die Augen mal so ein bisschen zumachen, weil es so grell hell ist. Trage hier den Fotofinish von Smashbox auf. Und klopfe den hier so ein bisschen in meine Haut ein. So, ich habe mir jetzt dann mal neu gekauft, die L'Oreal Perfect Match, und zwar in der Farbe 3D3W. W steht für Warm. Und ich hatte die vorher immer in Neutral, aber eigentlich, also die ist jetzt relativ neu rausgekommen, mit dem wärmeren Unterton habe ich mir die gekauft. Die habe ich gestern getragen. Und da sagt mein 10-Jähriger zu mir von wegen, Mama, du hast aber eine schöne Haut. Und da habe ich gedacht, na dann trage ich die nochmal. Nehme so zwei Pumpstöße, die ist relativ flüssig. Verteile die hier großzügig auf mein Gesicht. Nehme hier mein Bürstchen. Also ich mache das relativ lange, bis das eingezogen ist oder relativ eingezogen, und dann gehe ich nochmal mit einem feuchten Beauty Blender drüber, um den Überschuss abzunehmen. Also ich finde, die macht ein wirklich sehr schönes Hautbild und hat so einen leichten Glow, also es ist nicht matt. Von da gesehen finde ich die sehr schön. Und die verbindet sich auch fantastisch mit der Haut. Also sieht wirklich aus wie zweite Haut. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Jetzt habe ich vor lauter Bürstchen vergessen, hier mein Bourjois Scalp zu verwenden. Das ist das Alter, ne? Da irgendwie vergisst man immer irgendwas. So, ich bin jetzt dazu übergegangen, das eigentlich so zu machen, dass ich die Foundation erstmal ein bisschen setzen lasse, ne? Dass die halt irgendwie sich gut verbindet und nicht so feucht ist. Und deswegen mache ich erstmal die Augenbrauen und die Augen. Und zum Schluss das Gesicht. Man kann es ja auch ein bisschen variieren. Für die Augenbrauen mache ich mir kein großes Geschiss. Ich nehme hier diesen, wie heißt der, BH Cosmetic HD Brow Pencil in der Farbe. Hier von Trend It Up. Brunette. Brow Gel Füller. Und das funktioniert eigentlich in der Regel sehr, sehr gut. Die Augen mache ich jetzt so ein bisschen Puder. So. Und dann habe ich hier zwei Farben. Die sind von Misha. Das eine ist so ein, hier, das ist hier so ein Altrosa, so ein Morph. Und das hier ist einfach so ein Braun. Also das heißt, ihr könnt ja von egal welcher Firma irgendwas nehmen, was ihr halt irgendwie so in eurer Kollektion habt. Ja. Jetzt fangen wir mal an. Jetzt nehme ich einen weichen, fluffigen Pinsel. Das ist hier von Zoeva. Der 228 Lux Crease, und gehe hier in diese altrosa Farbe und trage die mir aufs komplette Augenlid auf.
Das ist keine spektakuläre Farbe, aber dadurch, dass sie halt eben so ein bisschen altrosa ist und kein kitschiges Babyrosa, sieht das, was ich mal sage, sehr erwachsen aus oder sehr elegant aus. Das sind solche Schillsanderfarben. Ach, das liebe ich ja heiß und So. innig. Jetzt nehme ich einen MAC 217er und gehe hier in diese braune Farbe und trage mir das in die Lidfalte auf. Gehe ich nochmal mit dem anderen Pinsel, verblende das nach oben. Dann gehe ich mit einem kleineren Pinsel, das ist von auch zu Eva 231 und gehe hier an den unteren Lidrand. Nehme wieder meinen MAC-Pinsel und verblende das Ganze. Wenn man kleinere Augen hat, dann kann man durch solchen dunklen Schatten die Augen natürlich ein bisschen vergrößern. Seht ihr den Unterschied? Jetzt gehe ich noch mit einer helleren Farbe, mit so einer Elfenbeinfarbe. Die ist hier also die ist nicht weiß, sondern eher so wirklich so ein gebrochenes Weiß. Die ist von Inglot. Da nehme ich so einen flachen Pinsel hier auch von zu Eva. Das ist, wie heißt der? So ein Luxe Shader. Gehe ich hier rein und setze das hier oben an die Augenbraue. So ganz ohne Glamour wollte ich nun auch nicht. Ich habe mir hier so einen kleinen Eyeliner gekauft von Essence. Und den finde ich eigentlich ganz hübsch und der passt auch super zu meinem Pulli. Deswegen habe ich mir den jetzt aufgetragen. Allerdings achte ich darauf, dass ich nicht hier groß hier hinten so ein Schwalbenschwänzchen mache, weil einfach, wenn die Haut sich hängt und dann sieht es alles ganz komisch aus und das ist dann nicht mehr schön von da gesehen, mache ich das wirklich nur so bis zum Ende des Auges und dann lasse ich das. Jetzt versuche ich mal, Wimpern aufzutragen. Also, ich habe jetzt probiert, eine halbe Stunde lang künstliche Wimpern aufzukleben, aber irgendwie hat der Kleber einfach nicht gehalten. Keine Ahnung, woran das liegt, ob der Kleber zu alt ist. Ich habe den Duo-Kleber hier, der ist eigentlich so, naja, so ein Drittel ist noch drin. Keine Ahnung. Und es hat einfach nicht gehalten. Vielleicht habt ihr hier einen Tipp, woran das liegt. Liegt es oben halt irgendwie an dem Bändchen oder sind die Wimpern zu alt oder keine Ahnung. Bin bald verrückt geworden. Ich habe jetzt einfach hier diese Lash Sensational Mascara aufgetragen. So, jetzt machen wir mal vielleicht die Base fertig, weil da sind wir ja auch noch nicht fertig. Ich habe in letzter Zeit ausprobiert und den finde ich gar nicht schlecht, dieser Nummer 7 Radiance, Nummer 7 Radiance Concealer. Den habe ich gesehen bei Jessica Brown. Die ist davon schwer begeistert. Der ist hier in so einem Stift und drückt hier vorne drauf und dann kommt das Produkt raus. Und der ist sehr schön, weil der sehr leicht ist und sich nicht so in die Fältchen absetzt. Ich gebe den hier nur unten so ein bisschen auf. Also ich mache jetzt nicht irgendwie das Komplette von wegen oben, unten, rechts, links. Und die gibt es relativ weit weg vom Auge.
Und tupfe das hier mit dem Beauty Blender ein. Und gehe noch immer noch mal mit dem Finger drüber, weil die Temperatur des Fingers einfach die cremigen die cremige Textur mit der Haut nochmal schön verbindet. Und der gefällt mir eigentlich sehr gut. Zum Setten nehme ich hier Medium Plus Mineralize Skin Finish und mein Hakuhodo Pinselchen. Das ist die J552 irgendwas, ist leider auch schon wieder die Beschriftung ab. Wenn ihr einen Concealer verwendet, müsst ihr immer Puder verwenden, um das Ganze zu setzen, weil es ansonsten hin und her rutscht. Und immer so mit tupfenden Bewegungen. Und das mache ich auch hier immer so in der T-Zone, weil ich da am meisten glänze. So, und für den Rest des Gesichtes nehme ich einfach so einen großen fluffigen, das ist auch ein Hakuhodo, der heißt J104. Und gehe hier nochmal so ein bisschen drüber. Oh. Ich liebe diese Pinsel. Gibt nichts Besseres. So, jetzt brauchen wir hier für die unteren noch ein bisschen Wimperntusche. So, und jetzt habe ich noch von Kiko, hier so ein Eyeliner, also die sind wirklich extrem cremig und super toll, der heißt Dark Tide. Den kann man auch hier so rausdrehen. Die Farbe ist einfach grandios. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Gesicht. Hier so ein Real Techniques Pinsel und meine Smashbox Konturfarbe. Und noch ein Hakuhodo-Pinsel, das ist der J531. Das ist so ein dicker, aber schmaler Pinsel und der ist so ein bisschen angeschrägt. Und momentan mein heißgeliebter Butter Bronzer. Ich habe gesehen, den gibt es jetzt auch in dunkleren Farben. Und ich trage mir das immer in tupfenden Bewegungen auf. Nur unten streiche ich. Ach, der ist so toll. Seht ihr was? Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Glamour. Dann nehme ich hier Nirame von Katie und Desi. Wow, schön, oder? Und auch hier. Krass. Also dieser Highlighter ist echt krass, oder? Seht ihr das? Toll. An Weihnachten darf es ruhig mal ein bisschen glowen. So, und dann gehe ich noch hier mit MAC. Und zwar ist es die Farbe Buff. Ein ganz tolles, so ein bräunliches Rouge. Wunderschön.
Nee, ich mir irgendwas ins Gesicht, was total scheiße aussieht. Nämlich so eine Stippling Brush. Ach, toll. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass bei MAC die von den Blushes, dass die eine ganz unterschiedliche Farbabgabe haben? Ich habe das hier, es gibt zum Beispiel total schön Farbe ab. Das andere, das Mocha, das ist so hart gepresst, dass man da richtig reiben muss, dass überhaupt was abgeht. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Schreibt mir das mal in die Info oder in die Kommentare. Ich bin da irgendwie so ein bisschen verunsichert. Dann fehlen noch die Lippen, würde ich sagen. Ich habe hier einen meiner Lieblingspinsel, das ist hier auch von MAC, der heißt Mehr. Das ist so eine typische My Lips But Better. Und dann habe ich hier von Essence einen Long Lasting Lip Liner in der Farbe Plum Cake. Und das tragen wir mal auf. So, das könnte man jetzt eigentlich so lassen. Oder man könnte es auch noch toppen. Ich habe hier noch von einem Magical Illusion Lip Gloss von Trend It Up. Die gab es mal in ganz verschiedenen Farben. Und das ist so ein Gold Pink. Sieht schon ein bisschen größer aus, ne? Also wie gesagt, an Weihnachten darf es ruhig ein bisschen glänzen. So. Jetzt machen wir noch schnell die Haare und dann bin ich gleich wieder da. So, meine Süßen, das ist jetzt das Endergebnis. Es ist doch ein bisschen glowiger geworden, als ich eigentlich dachte, aber nichtsdestotrotz finde ich es vom Gesamtfarbkonzept etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es sind auch Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Also so eine glossige Lippe trage ich eigentlich relativ selten. Ich mag es gern eher matt, aber man kann ja auch mal ein bisschen experimentieren. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die mir jemals zugeschaut haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Auch diejenigen, die mir über verschiedene Krankheiten meine Treue gehalten haben. Das finde ich also großartig. Und ich wünsche euch wunderbare, gesegnete Weihnachten, ein paar schöne Feiertage. Wir sehen uns bestimmt zwischen den Jahren nochmal. Von da gesehen, ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr, vor allen Dingen Gesundheit. Und vielen Dank für eure Treue und ich hoffe, dass ihr mir auch 2018 die Treue haltet und dass wir vielleicht noch ein paar neue Zuschauer gewinnen. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald. Tschüss.